Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zusehen. Real Talk, Freunde, ihr seht heute wieder fantastisch aus. Sogar auch Sebastian. Sebastian sieht heute auch sehr gut aus, Freunde. Aber nein, ernsthaft, danke fürs Einschalten. Wir geben uns heute den ersten richtigen Song von Papa P. Von Kevin bis zu ihr heißt er. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben uns obviously schon Daytona No Flex zusammen angesehen. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, checkt gerne meine Reaction ab. Ich schaue Kevin schon sehr, sehr, sehr lange, muss ich sagen. Ich glaube, seit 4 Jahren ungefähr. Mal mehr, mal weniger. Ihr kennt das vielleicht selbst. Man hat Zeit, da verfolgt man Streamer mehr, mal weniger. Aber jetzt in den letzten Monaten immer wieder sehr, sehr mehr. Ich schaue gerade auch sehr gerne die Edeltour auf Twitch, wo ich schon einen Mini-Teaser gesehen habe, der vorhin das eine oder andere Mal zum Vorschein gekommen ist. Das heißt, ich weiß schon ungefähr, in welche Richtung es gehen wird und ich freue mich sehr drauf. Der Song ist echt extrem kurz. Ich bin aber jetzt gerade einfach nur gehypt, in die 1 Minute 50 reinzuhören. Ich freue mich drauf. Und ich bin einfach sehr, sehr gespannt, Mann. Ich versuche hier so unvoreingenommen reinzugehen, wie es geht. Ich kann es trotzdem nicht garantieren. Ich mag halt Kevin einfach gerne, Mann. Und bin aber trotzdem sehr gespannt, wie jetzt der erste Song, der erste richtige jetzt hier sein wird. Und freue mich drauf, dass wir endlich Songs haben, die auch auf Spotify dann zu hören sind, ja. Also, Männers, let's go. Lasst gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch bis hierhin gefallen haben sollte. Und dann hören wir rein. Checkt das originale Video ab, ganz wichtig. Let's go. Ey, warte ganz kurz, von wem ist der Beat, Mann? Hat er safe schon zweimal im Stream gesagt oder so? Der Beat ist von Patrick Luck. Kenn ich nicht, Mann. Sag mir nichts. Hm. Ey, nice, Mann. Mit seinen Homies am Start. Ey, Sascha sogar auch am Start gewesen. Nice, Mann. Setz den Hoodie auf, ich lauf durch die Nacht. Airpods in meinem Mund, ich glow. Und ihr Booty Call hält mich wieder wach. Oha, Mann, ey. Diese tiefe Stimme von Kevin. Das ist diese anders angenehme Stimme, muss ich sagen. Airpods in meinem Mund, ich glow. Und ihr Booty Call hält mich wieder wach. Laufe durch die Stadt bis zu ihr. Setz den Hoodie auf, ich lauf durch die Nacht. Bro. Ey, okay, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht 100% so die Mucke, die ich 24/7 mir so anhöre. Eigentlich. Aber das ist schon irgendwie extrem fresh, Mann. Holy shit, vielleicht weil man es auch nicht so erwartet und weil es einfach Kevin ist, so. Aber ich versuche mich ein bisschen davon zu entfernen, dass das so ein Dude ist, den wir beim Zocken und Ragen angucken, sondern eher so halt das wirklich als eigenes Ding zu sehen. Und dafür ist es bis jetzt fucking insane gut, Mann. Ich finde so schimmernd hier. Und ich glow. Und dann sieht man auch hier visuell, ist das Video bis jetzt insane. Ey, es ist irgendwie schön, auch ihn endlich mal so zu sehen, wie er das so singt in den Tracks, Mann. Wie er das so singt, slash rappt, Mann. Keine Ahnung, das ist insane, dass es einfach Kevin ist, Alter. Ey, geil, Mann. Hotline bling wie die Drake Line, sie ist in Not. Ich find's so schön, wie er so die Melodie reinbringt an den Ende der Zeilen. Das gefällt mir, Real Talk, sehr gut. Seine Stimme hört sich auch so crispy, clean und soft an einfach. Roadrunner, Baby, ich bin gleich bei dir. Ey, das ist schon irgendwie richtig gut, Mann. Keine Ahnung, ich bin ein bisschen im Zwiespalt, weil das nicht so dieser Type of Music ist, den ich krass fühle. Aber irgendwie fühle ich das gerade dafür zu sehr, dass es nicht mein Type of Music ist, so wisst ihr? Keine Ahnung, ich finde es einfach so geil, irgendwie auch einfach, dass er jetzt seinen ersten richtigen Song draußen hat und der wirklich gut ist, Mann. Holy shit, Mann. Der ist halt, also Daytona No Flex war schon nice, was natürlich so ein bisschen in die Spaßrichtung noch war. Und das ist die Richtung an Mucke, die er machen will, das wissen wir alle so gerade. Und ich fühle das einfach gerade so, Mann. Er hat so einen ganz eigenen Vibe auch. Er hat so einen ganz eigenen Vibe, finde ich, den er transportiert. Den doch weiß nicht, was heute Nacht passiert. Roadrunner, Baby, ich bin gleich bei dir. Sie ist heute Nacht beim Bruha. Playlist läuft, Travis Goosebumps. Vielleicht mehr, vielleicht True Love.
Okay, den Part fühle ich gerade nicht so sehr, muss ich sagen. Das ist so bis jetzt der erste Part, wo ich sage, okay, das ist nicht so meins. Aber das kann halt auch sein, weil das nicht so the type of music ist, die ich so normalerweise so irgendwie mir rein orgel in meine Ohren um 3 Uhr nachts. Aber ansonsten bis auf jetzt diesen sloweren Part gerade actually sehr nice. Travis Goosebumps. Vielleicht mehr, vielleicht true love. Vielleicht true, wenn ich's zulass. Oh ey, vielleicht mehr, vielleicht true love. Vielleicht true, wenn ich's zulass. Ey, das ist aber actually vom Text her gar nicht mal bad. Mehr, vielleicht true love. Vielleicht true, wenn ich's zulass. Sie ist heute Nacht mein Buha. Was ist Buha? Sie ist mein Buha. Bro, ich bin in dieser. Was ist ein Buha, Bro? Nicht true, wenn ich's zulass. Sie ist heute Nacht mein Buha. Wenn es läuft, Travis Goosebumps. Vielleicht mehr, vielleicht true love. Oh, jetzt bitte noch einmal richtig Einstieg. Richtig Einstieg noch einmal. Setz den Hoodie auf, ich lauf durch die Nacht. Okay, das ist schon insane gut. Airpods in meinem Ohr und ich glow. Und die Booty Call hält mich wieder bei. Bro, das ist insane gut. Laufe durch die Stadt bis. Das ist insane gut, oder nicht? Ey, real talk, man. Holy shit. Wir setzen Hoodie auf, ich lauf durch die Nacht. Airpods in meinem Mund, ich blow. Und die Booty Call hält mich wieder wach. Laufe durch die Stadt bis zu ihr. Bro, ich bin so. Ich kann nicht aufhören zu lächeln, irgendwie, weil es mich einerseits einfach krass für ihn freut, dass das jetzt draußen ist und dass es da ist und dass er zufrieden ist und dass es nice ist. Und andererseits freut es mich für mich und für uns so mäßig, weil es gut ist. Also, like, wir haben gute Musik von einem Dude, den wir feiern, und er hat jetzt diesen Step gemacht so und teilt das mit uns und ist auch happy damit einfach. Bro, also wie gesagt, bis auf diesen einen Part, wo es so ein bisschen zu slow wurde, wo dann einfach nur er was gesagt hat, dann dieser Reverb reinkam, er hat was gesagt, dieser Reverb kam rein, habe ich nicht so sehr gefühlt. Aber ansonsten, allein die Hook ist eine 1 plus mit Sternchen, so. Nachdem diese ruhigere Stelle kam und dann die gleiche Stelle quasi bloß ein bisschen gepitcht und so ein bisschen Distortion oder so Stuff drauf und wo es dann wieder in die Hook reingesetzt hat, das war schon insane gut, fand ich. Also Real Talk für den ersten richtigen Song. Was heißt, lass es mal auch weg einfach mal. Scheiß mal drauf, dieses immer, für den ersten richtigen Song. Nein, Mann, das ist ein guter Song, Digga. Das ist einfach ein guter Song. Wie gesagt, nicht 100% die Musikrichtung, die ich mir gebe. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das für mich so ein Song ist, den ich einfach auch viel mehr fühle, weil ich damit Memories verbinden werde. Weil ich den mit meinen Homies hören werde. Weil ich den irgendwo auf dem Nachhauseweg hören werde. Weil ich den keine Ahnung wo hören werde. Und ich glaube, dass ich mit diesem Song viel Memories verbinden kann. Oder dass man allgemein mit diesem Song Memories verbinden kann. Und dass man den deswegen vielleicht auch öfter hört, Mann. Aber ansonsten, fucking guter Song, die Hook ist ein Ohrwurm. Die ist dieser andere Ohrwurm, der Beat passt gut, das Video war insane gut, geiler Vibe. Nice, Mann, ey, guter Song, Real Talk. Und das ist kein Song, wo man sagen würde, oh, das ist ein Song von Papa Platte, Sondern nein, Digga, das ist einfach ein guter Song, Digga. Das ist Real Talk, ein guter Song. Krass, ey, Homies, lasst mal eure Meinung dazu in den Kommentaren, da ganz wichtig, wie fühlt ihr das so, könnt ihr das so... Auch so wie ich irgendwie, habt ihr einfach auch diese Glücksgefühle für Kevin so, wenn ihr ihn auch fühlt? Oder habt ihr auch einfach dieses, ey, guter Song-mäßige? Würde mich sehr interessieren. Ansonsten, würde ich sagen, sehen wir uns mal in einem weiteren wunderbaren Video. Fresh, so wie immer natürlich, und ciao.